Es gibt viele Religionen auf dieser Welt. Es gibt das Christentum, den Islam, den Buddhismus, den Hinduismus. Und da gibt es noch verschiedene Bereiche. Ist es wirklich so? Ist das alles so verschieden? Welchen Ursprung haben die Religionen? Welche Gemeinsamkeiten haben die Religionen? Genau darum wird es heute gehen im Tagesthema. Danach kommen wir zum Tagesorakel und dann zum Schluss werden wir miteinander beten. Und das alles kommt für dich nach dem Intro. Bis gleich! Einen wunderschönen guten Morgen am Montag, den 28.06.2021, zum Tagesthema, Tagesorakel und zum Morgengebet. Schön, dass du einschaltest, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Es ist mir übrigens nur am Rande gesagt, immer jeden Tag eine große Ehre für dich da sein zu dürfen und zu sehen, von wie vielen Menschen die Videos hier auf Engel TV angeschaut werden. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wenn man bedenkt, das sind echte Menschen, die dazu gucken, das ist der Wahnsinn. Ich finde es immer wieder toll. Dankeschön an dieser Stelle dafür. Ja, ich habe was angekündigt. Die Religionen sind verschieden, ne? Klar. Wir haben verschiedene Richtungen, wir haben verschiedene Glaubensrichtungen, verschiedene Extreme teilweise auch. Ne? Wir sehen das mal im Christentum, wie viele Abspaltungen es gibt. Es gibt die römisch-katholische Kirche, die auch noch ein paar verschiedene Abspaltungen hat, aber das ist gering. In der katholischen Kirche ist alles ziemlich eins, muss man sagen. Ne? Haben wir so eine kirchliche Richtung. Dann haben wir die protestantische oder evangelische Kirche. Da fängt schon an, dass es auch innerhalb dieser Kirche noch verschiedene Aufspaltungen gibt. Ne? Es gibt die reformierten evangelischen Christen, es gibt die freien evangelischen Kirchen und so weiter und so fort. Dann gibt es gerade, ich kriege immer die christlichen Kirchen weiter, es gibt die neuapostolische Kirche, die mit den großen Kirchen gar nichts mehr zu tun haben soll angeblich und so weiter. So, und schon allein im Christlichen sehen wir eines. Alle diese Kirchen stützen sich auf die Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, auf die Bibel, wie sie uns genehmigt wird. Doch wer genehmigt diese Schrift? Wer gibt sie heraus? Ja, der Vatikan. Vom Vatikan wird diese Schrift herausgegeben. Alle Religionen wurden tatsächlich im Vatikan gegründet und erfunden. Sie wurden so kreiert. Es gibt ja eigentlich nur eine Urquelle, nur eine Schöpfung und nur eine Schöpferkraft. Dementsprechend brauchen wir eigentlich auch nur unsere eigene Spiritualität, unseren Herzensglauben und so weiter, die uns mit der Urquelle verbindet. Die uns mit Immanuel oder Yeshua, wie er eigentlich heißt. Immanuel ist sein eigentlicher Name. Das Wort Jesus ist etwas negativ geprägt, aber dazu kommen wir in einem der späteren Videos mal. Sein eigentlicher Name ist Immanuel Yeshua. Und da haben wir schon eine ganz andere Energieschwingung drin, ne? Das merkst du. Und er verbindet uns natürlich direkt mit der Urquelle, aber nicht die Kirche. Der Vatikan ist faktisch satanistisch. Seine negative Energiesequenz. Und somit ist es sehr sinnvoll, weil das nämlich eine Frage von der lieben Barbara Roth war, ob es sinnvoll ist, aus dem Gemeindeleben rauszugehen. Es ist sinnvoll, sag ich mal so, es ist sinnvoll, sich weiterhin mit Menschen zu verbinden, die liebevoll sind und mit denen man liebevoll umgehen kann. Wenn du sie dort findest, dann solltest du auch mit diesen Menschen irgendwie in Verbindung bleiben. Allerdings vielleicht etwas unabhängiger von der Kirche, wenn dies möglich ist. Ansonsten musst du dich halt auch von ihnen vielleicht ein Stück verabschieden. Das kann passieren, weil letzten Endes ist es egal, wenn du an diesem ganzen Gehabe teilhast, dann hast du am satanistischen Gehabe teil und bist eigentlich auf dem Weg in die Dunkelheit, in die Finsternis. Das merken wir schon daran, dass diese Heilige Schrift auch so aufgebaut ist und egal welche Heilige Schriften, dazu haben wir ja schon mal ein Video gemacht, Nadja Hafendörfer und ich, das kannst du dir natürlich auch nochmal angucken, dass unsere Schwingung niedrig gehalten werden und wird und ganz viel Angst gemacht wird. Und diese Angstthemen durchziehen dementsprechend auch alle Kirchen und alle religiöse Gemeinschaften. Und das ist nicht gut. Also wir brauchen natürlich eine Alternative, das ist klar. Wir wollen uns mit anderen Menschen verbinden und wir wollen vor allen Dingen uns mit der Liebe verbinden, mit der Liebe, die uns geschaffen hat, mit dieser wahren Schöpferenergie, mit dieser wahren Schöpferkraft. Und dafür haben Nadja Hafendörfer und ich eben etwas
kreiert, etwas ins Leben gerufen, wo du wirklich diese Verbindung haben kannst. Wo du einfach so sein kannst, wie du willst, wo du weder bewertet noch verurteilt noch gerichtet wirst. Es gibt keine strengen religiösen Dogmen, wie wir sie kennen oder sonst was. Wir diskutieren auch gerne über alle Themen nochmal dort. Das ist sehr, sehr gut. Und das ist die spirituelle Gemeinschaft. In der spirituellen Gemeinschaft, viele Menschen haben dort bereits ihr spirituelles Zuhause gefunden. Ich freue mich da immer sehr, wenn ich mit diesen Menschen jeden Tag übrigens kommunizieren darf. Jeden Tag? Ja, tatsächlich. Wir bieten auf der Homepage, steht zwar noch drauf, einmal die Woche ein Webinar. Momentan finden die Online-Seminare aber tatsächlich zweimal die Woche statt. Wir haben das in der Corona-Zeit angefangen, weil wir einfach in dieser Zeit noch mehr und noch stärker für unsere Leute da sein wollten. Des Weiteren haben wir eine exklusiv geheime Telegram-Gruppe, eine Gruppe also auf Telegram, die nur für die spirituelle Gemeinschaft da ist, wo man sich austauschen kann und so weiter. Ab 19,99 € kannst du dabei sein. Das heißt, 19,99 € kostet der 3-Monats-Zugang, 49,99 € der Jahreszugang und 79,99 € der 2-Jahres-Zugang. Bei keinem Zugang gibt es eine automatische Verlängerung. Das machen wir grundsätzlich gar nicht, sondern du entscheidest dann am Ende deines Zugangs, ob du selber dabei bleiben willst oder aussteigst. Ist immer deine Entscheidung, natürlich, weil du behältst voll und ganz bei uns deinen freien Willen, denn um den geht's. Authentisch sein, echt sein und Menschen finden, die mit dir auf einer Welle schwingen. Das ist die spirituelle Gemeinschaft. Das alles kannst du bei uns haben. Wie kommst du dahin? Wie kannst du dabei sein? Guck mal oben in die Infobox oder unten in den Beschreibungstext und du wirst sehen, dort findest du den Link, dort kannst du dich anmelden und dann freuen wir uns, wenn wir dich bald in dieser tollen Gemeinschaft begrüßen dürfen und wenn du auch dabei sein möchtest und wahre Spiritualität leben möchtest. Und jetzt kommen wir zum Tagesorakel. So, zuerst mische ich wie immer die Nenomo-Karten der goldenen Zeit und befrage bei allen Karten natürlich immer die Urquelle, was sie uns für den heutigen Tag mitzuteilen hat, was sie uns mitgeben möchte. Wir wollen schauen. Wir haben die Fische, wir haben das Buch und wir haben das Herz. Och Gott, es ist so eine wunderschöne Kombination. Ne? Es kommt Bewegung rein. Die Fische bringen Bewegung rein in Dinge, die wir noch nicht wissen. Und dieses geheime Wissen, was ich uns offenbaren kann, ist das Wissen um die Liebe, um die Reinheit der Liebe, um die Klarheit der Liebe, um das, was uns umgibt. Also es ist eine Synchronizität auch wieder absolut zum heutigen Thema. Ne? Und diese Liebe wirst du natürlich finden in der spirituellen Gemeinschaft. Wow, das ist ein tolles Botschaft für den heutigen Tag. Also wir sehen, ich kriege eine Gänsehaut gerade par excellence. Erzengel Orion begleitet uns, Karte der Schwangerschaft und Erzengel Uriel. Es können sich also wahre Wünsche erfüllen. Du wirst den Zugang zu dir finden und du gehst wahrscheinlich schon lange schwanger mit Ideen. Es geht für dich vorwärts. Ideen können sich verwirklichen und du hast alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Tatsächlich in dir. Erzengel Orion und Erzengel Uriel begleiten dich heute. Ganz besonders an diesem Tag und wollen dir helfen. Sie wollen dich unterstützen. Erlaube es ihnen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wir nehmen auch heute natürlich wieder einen Edelsteinimpuls dazu. Das haben wir uns jetzt angewöhnt. Machen wir weiter, um zu gucken, was wir daraus noch für einen tollen Impuls bekommen. Der Mondstein möchte dir helfen, deine Intuition zu steigern. Er möchte dir helfen, wieder mehr Zugang zu deinem emotionalen, inneren Wissen, zu dem inneren Engel zu bekommen, zu dem göttlichen Wissen zu bekommen, auf das du dich hundertprozentig verlassen kannst. Ich werde dir unten im Beschreibungstext dieses Videos einen Mondstein verlinken, den du über den Link bestellen kannst, den ich natürlich für dich mit der Kraft der Engel und der Urquelle energetisiere, damit du wirklich diesen Zugang wieder bekommst. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome, die Wichtel und alle Wesen von Liebe und Licht an unsere Seite. Und ich bitte sie, sich mit uns im Gebet zu verbinden. Ich verbinde nun mein Herz mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem Herzen in Liebe zu verbinden, denn wir sind alle eins im Gebet.
Geliebte Urquelle, die du Liebe und Licht bist, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst. Lass die Menschen den Zugang zu deinem Wissen bekommen, zu deiner wahren Form der Spiritualität und zu deiner bedingungslosen Liebe. Hilf den Menschen, diesen satanistischen Kult, diese satanistischen Kultstätten zu verlassen und hinter sich zu lassen und zu sich selbst und zu ihrer Liebe, zu ihrer Intuition, zu ihrer eigenen Kraft wieder zu finden und dazu zu stehen. Hilf ihnen durch deine bedingungslos liebende Kraft und führe sie sehr gerne in ihr neues spirituelles Zuhause, in unsere spirituelle Gemeinschaft. Amen. Erzengel Michael schickt dir die Karte, benutze deine Imagination und du wirst die Antwort sehen. Diese Karte passt sehr gut zu dem Mondstein, den ich dir verlinke, damit du wirklich auch den Zugang zu deiner inneren Kraft wieder hast. Und wir wollen dafür beten. Geliebte Urquelle, danke, dass du mir die Weisheit und Kreativität verleihst, deine Wunder auf neue und unerwartete Weise zu sehen. Dankbar und in Demut nehme ich deine Hilfe an für alle Situationen in meinem Leben und in meinem Umfeld. Amen. Herzengel Raphael schickt dir die Karte Stretching, also er möchte dich ein bisschen zum Sport heute motivieren. Lass uns auch dafür beten. Liebe Urquelle, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr an meiner Seite seid und mich motiviert, in jeder Hinsicht bestens für mich zu sorgen. Amen. Und wenn du die Gebete unterstützen möchtest, dann schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Die Urquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihr Licht und ihre Liebe tief in jede Zelle deines Körpers hineinfließen. Berühre deine Seele und führe dich zu Licht, Liebe, Freiheit, Wahrheit und Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen. Udo Golfmann. Tschüss.